bevorzugt Akademiker, die sich einer auf der darwinistischen Theorie beruhenden neuen Ansatz der Gesundheit, ja. Medizin. Man nennt das auch biologische Medizin oder Evolutionsmedizin, könnte man sagen. Der Name ist ja egal, aber Hauptsache tatsächlich, also wie sieht sozusagen die Evolutionsbiologie völlig anderes, das Thema Gesundheit und Krankheit. Ja. Gut, dann fange ich mal an. Genau darum geht's. Erstes Beispiel, was man da so quasi, was wir auch empfehlen, dass man vielleicht auch als Hausarzt das im Erstgespräch machen sollte, ist, so ein Standardbeispiel ist die Geschmacksverstärker, weil das jetzt auch im Fernsehen wieder mal zweimal berichtet wurde darüber. Da sagt ja die Industrie, die sind relativ unbedenkliche Nahrungsmittelzusätze, die sind nur klein gedruckt draufgeschrieben, viele sehen es gar nicht und essen es einfach mit, ne, weil es in vielen Lebensmitteln drin ist. Und der Satz lautet, die sind unbedenklich. Mhm. Und jetzt sagen aber diese zwei Fernsehsendungen, die ich zufällig jetzt auch gerade vor einigen Monaten im Fernsehen gesehen habe, die sagen, aber neue Studien hätten genau das Gegenteil gezeigt. Und zwar, Geschmacksverstärker würden typischerweise genau diejenigen Zellen zum Absterben bringen im Gehirn, die zum Sättigungszentrum gehören und für das Sättigungsgefühl zuständig sind. Das heißt, Menschen, die viel Geschmacksverstärker essen würden, würden tatsächlich einen kleinen Gehirnschaden bekommen. Aufgrund dieses Gehirnschadens könnten sie schlecht aufhören mit Essen und ständen dann in der Gefahr, Richtung 300 Kilo zu gehen, also relativ ungebremst. Dann kriegen sie wahrscheinlich dadurch, dass sie sehen, wie sie sich verändern, auch noch eine zusätzliche Depression. Vielleicht aufgrund dessen, dass sie dann merken, ich kann ja gar nicht mehr am Leben teilnehmen, mein Leben ist irgendwie, läuft mir weg, kriegen sie vielleicht noch, essen sie vielleicht noch zusätzlich aus Frust noch zusätzlich. Und das brachte so die These auf, besonders weil ja auch sogar Schulmediziner ganz klar sagen, mindestens 75% des Krankheitsgeschehens sei angegessen, ne, über Ernährung gekommen. Dann könnte man ja die Frage stellen, könnte es nicht sein, dass eben diese Unwahrheit, nämlich das ist unbedenklich, die Menschen Richtung Krankheit führen und sie Wahrheiten wieder Richtung Gesundheit führen können. Das ist die erste Hypothese, die wir gleich nochmal versuchen werden zu begründen. Dann kam, soweit aber ganz leicht verständlich und plausibel, und jetzt kam die nächste Überlegung, Biologie, wenn sie handeln muss, also auch als biologische Medizin handeln muss, dann muss sie ja auch sozusagen aus dem Wissen praktische Anleitungen rausnehmen, auch wenn man nicht jedes Detail hundertprozentig beweisen kann. Und deswegen sagt sie dann, könnte es nicht sein, dass wir unsere Welt heute so beschreiben müssen mit dem Satz, unglückliche Menschen konsumieren im Durchschnitt etwas mehr als glückliche? Kann man diesen Satz sagen? Liebeskummer, Schokolade, Frust, Alkohol, zur Beruhigung oder Stress, Alkohol, Einsamkeit, Kaufsucht. Gerade gestern wieder einen Fall gesehen von jemandem, der eine Autokaufsucht entwickelt hat und sich damit völlig ruiniert hat. Aber er konnte nicht anders, er musste immer irgendwie das neueste Auto da kaufen von mir und so weiter. Ja? Und jetzt war die wichtige Frage, es gibt ja auch Menschen, die gar nichts essen, wenn sie Liebeskummer haben. Ja? Aber wie ist es in der Masse? Denn die Wirtschaft, die Evolution, also Evolution als Verlauf auch von Wirtschaftsprozessen sozusagen, Lebensprozessen, Grundwirtschaftsprozessen, richtet sich ja natürlich immer nur nach dem, was die Mehrheit tut. Ja? Und wie sehen Sie es aus Ihrem Umfeld, dass Sie so, wenn Sie das mal trinken, an Bekannte und Freunde? Ich kann es mal von mir sagen, bei mir trifft es leider dieser Satz hundertprozentig zu. Ich weiß alles ja über was gesund ist und nicht gesund ist und kaufe mir trotzdem manchmal ungesunde Sachen, aber nur, wenn ich gefrustet bin, ansonsten nie. Ja? Das heißt, immer nur auf einen geringeren Endorphinspiegel reagiere ich mit Ersatzkäufen für irgendwas, was mir dann nicht bekommt, wo es mir dann auch deutlich schlecht geht. Ja, ist ja bei vielen so, ne? Bei vielen so, ja. Können wir das so... Das Ergebnis war halt, dass man sagte, in der Summe ist es so. Die Mehrheit der Menschen, auch wenn es darüber, der Spiegel sagt auch immer, der Einsame
Single ist nun mal einfach die höchste Kaufkraft. Ne? Das ist nun mal schon allein, weil er einen eigenen Kühlschrank braucht, ein eigenes Auto und so weiter, aber auch vielleicht von der Stimmung her und so weiter. Ja, jetzt war dann die nächste Frage, die man sich gestellt hat, war dann so, könnte es sein, dass wir in einem evolutiven Trend leben, einem Evolutionsprozess, der darauf hinsteuert, dass unser Endorphinspiegel tatsächlich über die Jahrhunderte sinkt, weil wir dann tatsächlich mehr kaufen? Und könnte es sein, dass es Rückkopplungsmechanismen gibt in unserem Wirtschaftssystem, die uns noch gar nicht bewusst waren, dass sozusagen das unser Wirtschaftssystem auf den Abbau der Großfamilie hin zur Kleinfamilie, dann jetzt zum Single-Dasein tendenziell sozusagen hinwirkt, unbewusst sozusagen, weil wir dann mehr kaufen und dadurch tatsächlich insgesamt mehr Umsatz gemacht wird. Könnte es diesen Evolutionsprozess geben? Unwahrscheinlich. Ja, wie würden Sie es sehen? Unwahrscheinlich. Wir können es ja mal so, in der Wissenschaft macht man ja so, dass man nimmt das als Hypothese aus der Theorie heraus. Also man baut eine Theorie und eine Hypothese und dann sagt man, jetzt prüfen wir das mal. Und eine Prüfungsgeschichte ist die, wir kommen dann also nachher nochmal auf diese Sache zurück. Ist es ein Evolutionstrend? Und wenn ja, jetzt die Hypothese, dann müsste es ja eine Erklärung geben, die evolutionsbiologisch plausibel ist, wie das geschehen hätte können. Und eine Erklärungsmodell ist so, geht so, jeder von uns hatte ja eine Urgroßmutter, sie auch, ja? Und dann hatte die wieder eine Urgroßmutter und so können wir ja die Evolution zurücklaufen. Ja? Immer weiter zurück bis zur Urgroßmutter. Und die sitzt jetzt an einem Strauch und mit der Tochter im Arm sozusagen, und reicht ihr eine Frucht und sagt, diese Frucht ist mir immer sehr gut bekommen, die wird auch dir sehr gut bekommen. Fragen Evolutionsbiologen, weil es in der Natur auch sehr viel Lüge und Unwahrheit gibt, und Betrug, auch bei Tieren. Ne? Ist das jetzt die Wahrheit? Argument ist ganz klar, würde die Mutter ihrer Tochter etwas Schlechtes reichen, die Tochter würde krank, würde vielleicht sogar sterbend aufgrund der, oder weniger Nachkommen haben, dann hätte sie sich selbst zum Aussterben gebracht wie die Dinosaurier, weil ihre DNS lebt in ihrer Tochter weiter und wenn die dann stirbt, ist von der Urgroßmutter nichts mehr da. Dann wären wir auch heute nicht mehr da gewesen, wenn die Kette unterbrochen worden wäre. Ne? Und also ist das die Wahrheit. Jetzt kommt die spannendere Frage, die Männer in der Gruppe, die reichen jetzt der Frau, ihrer Urgroßmutter und Urgroßmutter und der Tochter Sachen, Früchte und sagen auch wieder, werden euch gut bekommen. Ist das jetzt die Wahrheit oder könnten die irgendein Motiv haben, die Unwahrheit zu sagen? Denn wie gesagt, das Tierreich ist voll von Unwahrheit und Manipulation, auch innerartlich. Ne? Beispiel, woran kennen Sie so ein Beispiel mal gehört? Gehört ja, fällt mir jetzt keins ein. Ich sage Ihnen mal nur ein Beispiel. Vögel von der gleichen Art, die einen haben gerade einen fetten, dicken Wurm entdeckt, wollen ihn gerade fressen. Ihr Artgenosse ruft, Vorsicht Adler, die fliegen weg und er holt sich den Wurm und hat die anderen reingelegt. Man sagt, weil sie kein kooperatives Team bilden, sondern auch innerhalb der Art quasi Konkurrenten sind und nicht als Team Konkurrenten sind. Ja? Das heißt, sie sind nicht auf ein Team angewiesen. Also wenn sie den Artgenossen schwächen und dadurch die Kinder des Artgenossens verhungern, ist es für sie kein Verlust. Also lügen sie. Und bei uns jetzt, die Männer, erstens ist es so, zu dieser Zeit wusste niemand, wer der Vater welches Kindes ist. So viel weiß man über die Evolution der Hominiden Homo erectus. Wir sprechen gerade im Übergangsfall von Homo erectus zu Homo sapiens sapiens. Und da, wenn der Mann nicht weiß, wer der Vater welches Kindes ist, dann ist er in der Natur so berüchtigte und für so viele Tote im Tierreich verantwortliche Kindesmord unmöglich, weil er könnte ja theoretisch das einzige Kind wiederum töten, was er selbst in die Welt gesetzt hat und dadurch würde er sich dann evolutionsmäßig aus dem Rennen werfen. Also alle Männer, die ihrem Kind geschadet hätten, ihrem potenziellen Kind geschadet hätten, wären ausgestorben. Also, Wahrheit. Nächster Grund.
wenn da die in dieser Zeit extrem teamhaft gelebt haben, im Gegensatz zu unserem Single-Dasein, alles in Teams und in Gruppen stattfand. Zum Beispiel auch, weil die Raubtiere dann vielleicht nachts einen gruppenmäßigen Angriff gestartet haben und dann musste vielleicht jeder, sei es ein Feuerast oder irgendwie, musste das gesamte Team stabil sein, um die Abschreckung zu gewährleisten. Und wenn nur einer ausfiel, kann das bedeuten, dass die ganze Gruppe überrannt wurde und dann alle gefressen wurden oder getötet werden, wie man es bei Löwen manchmal sieht, wenn die dann so eine Eselherde ganz alle töten auf einmal. Ne? Und sagt man, aha, weil sie die ersten echten kooperativen Lebewesen waren. Übrigens gab es neue Studien, auch jetzt gerade wieder im Fernsehen bei N24 gelaufen, dass Schimpansen eben noch nicht zu diesen echten kooperativen Lebewesen gehören, die also das nicht haben, ganz bestimmte Merkmale haben das ganz, Experimente haben das verdeutlicht, wie groß der Unterschied zwischen Menschen und auch Schimpansen jetzt ist, wobei die Bonobos ja irgendwo dazwischen stehen. Also, das heißt, die Menschen als erste echte kooperative Lebewesen sind so auf das Team angewiesen, dass also in ihrer Sozietät quasi sich Unwahrheit nicht rechnet. Und das heißt, sie haben sich genetisch, und das sieht man in den neuesten Untersuchungen auch wieder ganz klare Hinweise für, haben sich genetisch an Wahrheit angepasst. Das heißt, sie haben so einen genetischen Reflex, die Menschen Wahrheit den Mitmenschen zu unterstellen, deswegen auch heute jeder Betrüger so leichtes Spiel hat mit den Menschen oft. Ja. Also immer tendenziell erstmal Wahrheit unterstellen, im Gegensatz zu den Schimpansen, die oft erstmal Unwahrheit unterstellen in der Kommunikation. Und so war dann eben sozusagen, und man sieht es auch bei den Studien, sieht man das auch, dass im Gegensatz zu den Schimpansen Kinder alles nachahmen blind, was ihnen vorgemacht wird. Das hat man in der Psychologie schon, Albert Bandura hatte das lange schon untersucht, vor Jahrzehnten, ein damals relativ unerklärlicher Reflex, einfach blind alles nachzuahmen, was Affen gar nicht machen, Schimpansen gar nicht machen. So. Und das erklärt sich eben in diesem blinden Vertrauen darauf, was die Artgenossen machen, ist immer irgendwie richtig und wahr, weil sie ja gar keinen Grund für Unwahrheit hatten und deswegen kann man sie auch blind nachahmen, weil sie eigentlich immer Richtiges tun und Sinnvolles tun. Und jetzt kommt in diese Welt, jetzt geht es ja darum, könnte es einen Evolutionsprozess gegeben haben, der jetzt also plötzlich den Endorphinspiegel senkt, ja, den Glückshormonhaushalt senkt. Jetzt kommen von weit her, von anderen Stämmen, zum ersten Mal die ersten Tauschhändler. Man schätzt so vor 230.000 Jahren vielleicht schon. Ja, die also die Vorläufer unseres heutigen Wirtschaftssystems. Und die, der eine sagt die Wahrheit und der andere sagt die Unwahrheit, glaubt aber selbst dran. Er glaubt irgendwie auch selbst diese Unwahrheit. Der eine sagt, ich habe vergammelte Reste genommen, Gemüsereste, Obstreste, Früchtereste, habe die auf dem Stein bei uns am Feuer, so in heißem Wasser, stundenlang da vor sich hinkochen lassen. Dann habe ich Kräuter genommen, habe die reingerieben. Jetzt schmeckt das unheimlich gut. Aber ob euch das gesundheitlich gut tut, liebe Urgroßmutter und Tochter, ja, das müsst ihr selbst entscheiden. Und der andere sagt, ich habe hier die tollsten Zutaten. Irgendwie glaubt er, obwohl er die gleiche Suppe hat, glaubt er, das seien tolle Zutaten. Irgendwie, ich weiß nicht, wie er das macht, aber er glaubt das. Wie das vielleicht die heutige Nahrungsindustrie macht teilweise. Und er glaubt, das sind tolle Zutaten. Und dieses Erhitzungsverfahren, das hat das Ganze aufgewertet, vielleicht sogar noch die Vitamine angereichert. Und guck mal, Kind, probier doch mal. Es schmeckt doch viel besser als alles, was dir bis jetzt im Stamm gereicht wurde als Lebensmittel. Und Kind sagt, ja, schmeckt irgendwie tatsächlich besser, diese Suppe. Und sie ist auch besser, sagt der Händler. Und jetzt fragt man in der Evolutionsbiologie, wer von den beiden Tauschhändlern könnte, da Biologie ja immer die Wettbewerb zwischen zwei Wettbewerbern in der gleichen ökologischen Nische sozusagen ist, wer von den beiden in der gleichen ökologischen Nische kann überleben und welcher muss seinen Laden letztendlich wieder zumachen und verschwindet und stirbt aus als Tauschhändler. Nicht als Mensch, aber als Tauschhändler. Ja? So wie heute, wo man sagt, jemand hört auf, als Teppichhändler zu arbeiten, weil er Pleite gemacht hat. Und da war das Ergebnis so, spricht alles dafür, dass der die Unwahrheit sagt, aber selber dran glaubt und sie überzeugend rüberbringt, am meisten Tauschhandelserfolg hat. Und das so quasi auf eine genetisch Wahrheit erwartende Homo sapiens sapiens Menschheit
plötzlich eine Welle der Unwahrheit getroffen ist, die bis heute sich durchsetzt. Und zwar nur die erste Welle, die harmlose Welle der Unwahrheit. Und dass deswegen, wie viele Ärzte sagen, mindestens 75% alles Krankseins über die Ernährung kommt, weil eben auch unwahre Informationen über die gesamte Ernährung bei den Menschen ankommen, die dann eben zum Beispiel ganz oft die Sachen mit dem Geschmacksverstärker eben aus dem Regal holen und kaufen und essen. Soweit halbwegs plausibel. Jetzt kommt die spannende Geschichte. Jetzt kommt das eigentlich Neue, nachdem man erst eigentlich von der echten biologischen Medizin sprechen kann. Nämlich, warum essen vielleicht manche Menschen, obwohl sie wissen, dass es ungesund ist, trotzdem das Ungesunde? Warum Menschen wissen, dass Rauchen töten kann und rauchen trotzdem? Das ist doch die interessante Frage für die Wissenschaft. Und dafür gibt es auch ein Erklärungsmodell. Nämlich, jetzt kommen also, wir gehen von ihrer Urgroßmutter 2 Generationen, 3 Generationen in die Jetztzeit weiter. Dann sind quasi durch den Evolutionsprozess nur noch Tauschhändler übrig geblieben, die Unwahres über ihre Produkte sagen und sie beschönigen und so ihren Umsatz machen und die miteinander konkurrieren. Wer sagt noch mehr die Unwahrheit und bringt das noch besser rüber und so weiter. Und dann bringen jetzt zum ersten Mal diese beiden Tauschhändler, die diesmal zu Besuch kommen, bringen zum ersten Mal 2 Märchenerzähler mit. Märchenerzähler, Seher, Mythenerzähler, Seher, Fernseher. Also die Kette der Geschichtenerzählerei über die Welt. Märchengeschichten über die Welt. Wie wir leben sollen, was richtig ist. Der eine erzählt Geschichten, die neutral sind. Zum Beispiel, wie die Menschen kooperativ in anderen Regionen der Erde Probleme gelöst haben, das war ja damals noch Afrika, wie die in anderen Teilen Afrikas Probleme gelöst haben, wie sie friedlich und liebevoll miteinander umgegangen sind, wie sie geteilt haben, wie sie verliehen haben und wieder zurückbekommen haben. Das sind neutrale Geschichten, weil so erleben die Menschen die Welt ja selber auch. Und dann der andere Märchenerzähler erzählt Geschichten, die irgendwie davon handeln, dass viele Menschen dann jetzt irgendwie dann kriegerisch aufeinander losgegangen seien. Das waren zunächst mal Mythen, die vielleicht einen nur Albträume von ihm waren, die er dann erzählt hat oder sonst wie, auf jeden Fall als Realität erzählt hat. Ja? Oder die vielleicht irgendwo einmal in einer Ausnahmesituation vorgekommen sind, die er aber jedes Mal wieder neu erzählt. Und dann durch multipliziert, wie man so schön sagt. Und die Menschen kriegen ein bisschen Angst und kaufen mehr von seinen Steinäxten jetzt. Ja? Weil sie kriegen Angst vor möglichen Angreifern. Denn bis jetzt war man mit den Nachbarstämmen so in einem Leihverhältnis. Man hat ihnen in Notsituationen geliehen. Wenn man selbst in Not war, haben die einen geliehen. Weil in den Nachbarstämmen sitzen die Enkel und die Enkelkinder wegen der Inzestvermeidung. Weil wegen Inzest bleiben ja nicht alle in einer Gruppe. Es muss ja immer jemand weglaufen. Typischerweise die Mädchen gehen zum Nachbarstamm. Und dadurch war man verwandtschaftlich verbunden, freundschaftlich verbunden, kooperativ verbunden, friedensvertragsmäßig verbunden. Aber plötzlich erzählt er Geschichten von Waffen, ja, und Krieg und Gewalt und Totschlag. Und die Leute kaufen aus Angst einfach, decken sich erstmal mit Waffen ein. Ja. Noch weit davon entfernt, sich später selbst dann zum vorsorglichen Angriff einzusetzen, ne, um sich zu schützen. Und dann erzählt er aber noch so Geschichten, da gibt es einen großen, da hat dann auch wieder einen Albtraum gehabt und erzählt, da gibt es einen großen Geist, ich habe ihn selbst gesehen, der ist ganz stark und mächtig und wenn wir Menschen küssen und schmusen, dann wird er ganz böse und später bestraft er uns ganz grausam dafür, ganz schrecklich dafür. Und die Menschen sitzen da und schmusen dann aus Angst ein bisschen weniger, ihr Endorphinspiegel sinkt etwas ab verglichen mit sonst. Und sie haben auch Zeit jetzt, denn sie schmusen ja weniger, sie haben plötzlich Zeit. Und in der Zeit essen sie tatsächlich etwas mehr von dieser ungesunden Schokoladen- und Alkoholsuppe oder was auch immer, ja, das es dann ist. Und sie essen gerade deswegen eben etwas mehr, weil eben sie, so wie ich es selbst auch als Mensch erlebe, wenn ich etwas frustriert bin, der Endorphinspiegel gering ist, dann kommt es plötzlich unkontrolliert zu Käufen von Sachen, von denen ich genau weiß, dass sie ungesund sind und dass ich 2 Tage später Kopfschmerzen deswegen kriege oder das und das Symptom kriege deswegen. Aber man isst sie dann. Und die essen dann eben jetzt mehr von der Suppe. Außerdem sind die ungesunden Wirkungen sind bei so einer ungesunden Suppe ja auch, die kommen ja erst später. Kommen ja immer erst später. Und so sagte man dann, hoppla, dann erklärt
vielleicht, dann stimmt vielleicht tatsächlich der Satz, dass wir in einem evolutiven Trend leben, denn wir haben einmal die eine, die Sturmflut der Unwahrheit, das war das, der Händler sagt, das ist unbedenklich. Ihre Möbel mit Formaldehydausdünstung, die können Sie unbedenklich kaufen, die machen Sie nicht krank, sozusagen. Und der andere, dass der Tsunami der Unwahrheit, der viel wichtigere ist, die Märchen, dass uns erzählt wird, so müsst ihr leben, so müsst ihr euer Leben führen, ihr müsst heiraten, ihr müsst so und so dann Familie aufbauen und so und dann werdet ihr glücklich und gesund leben und so weiter. Also eine Unzahl von Geschichten, die uns einfach erzählen, wie wir unser Leben gestalten sollen, damit wir glücklich, die alle so eine Moral von der Geschichte beinhalten, so wie diese Geschichte von dem Geist, der eben das Küssen nicht mag und so weiter. Und so entstand ein Evolutionsprozess, sagt man, wo bei diesem Tsunami der Unwahrheit ein Wettbewerb zwischen Geschichten entstand. Je mehr die Geschichten den Endorphinspiegel der Bevölkerung senken, desto größer war die Kaufwahrscheinlichkeit der zu den Geschichten erzählenden Tauschhändlern, bei den Tauschhändlern, also die Kaufwahrscheinlichkeit. Und dadurch entstand ein Wettbewerb und Geschichten wurden immer raffinierter und immer glaubwürdiger. Und heute werden sie von RTL und Sat.1, wird den Jugendlichen zum Beispiel bei Brit, Sat.1, Brit, Talk um 1 oder so ähnlich, wird den jungen Menschen gesagt, wie sie moralisch zu empfinden haben, was sie für richtig und falsch haben, wie sie ihr Leben gestalten sollten und wie sie ein anständiges Leben führen sollen. Ne? Komischerweise kommen dann so Äußerungen wie, dem hätte ich eine reingehauen, Brit Originalton, wofür sie sich dann entschuldigt hat, aber sie hat es ja erstmal gesagt, also Gewaltverherrlichung nennen wir das. Und auf der anderen Seite, bei jeder Form eines etwas freieren Liebeslebens kommt sie immer wieder mit dem Wort Schlampe und beleidigt, also beschimpft und sagt, deine Freundin würde jetzt wahrscheinlich über dich denken, dass du eine Schlampe bist oder so, du hast ja schließlich in den letzten sechs Monaten drei Freunde, ja, oder so, ja. Und so sagt also die Evolutionsmedizin, alles Kranksein, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, ganz, ganz wenige Ausnahmen, zum Beispiel vielleicht wie die Evolution der Augen, der Abhängigkeit von Optikern der Augen, was ja auch ein eigener Evolutionsprozess ist, da kann es zu einer Überleben von genetischen kleinen Mutationen kommen, weil vielleicht meine Vorfahren haben irgendwann sind auf den Optiker reingefahren, anstatt das einfach so zu lassen, wie es ist, haben sie eine Brille gekauft. Dadurch war auch allerdings die Fortpflanzungswahrscheinlichkeit dieses Vorfahrens von mir recht gut, ja, und unbeeinträchtigt. Und dadurch hat sich das genetisch als erfolgreich weiter vermehrt. Und dadurch hatten dann meine Vorfahren jedes Generation etwas mehr Kurzsichtigkeit, ja, so dass ich dann als Kind dann mit 1,0 Kurzsichtigkeit dann eben kam. Aber abgesehen von solchen wenigen Ausnahmen, 0,01%, die wir haben, müssten also 99,9% von Krankheit ausschließlich durch diese beiden Wellen der Unwahrheit, die Sturmflut der Unwahrheit und die, das ist nur ein Scherzwort, Sturmflut der Unwahrheit und Tsunami der Unwahrheit, ausgelöst werden. Das heißt, wenn wir gesund werden wollen, müssen wir unser ganzes Leben, alles, jedes Produkt, mit dem wir umgehen, unsere Wohnung, unser Haus und jeden Inhalt unserer Wohnung, jedes Putzmittel, jede Chemikalie, die wir nutzen, müssen wir uns überall fragen, sind diese Unbedenklichkeitserklärungen vielleicht falsch und machen diese uns und unsere Kinder krank? Ja, vielleicht schon mal gehört, dass man sagt, wenn zu viel Sarkotan verwendet wird, dann kriegen die Kinder typischerweise häufig Allergien, weil ihnen die immunisierende Wirkung des Drecks in jungen Jahren fehlt. Es gibt auch klare Erkenntnisse zur Kinderlähmungsimpfung. Kinder, wenn sie früh genug im Dreck spielen, werden natürlich immunisiert gegen Kinderlähmung und kriegen nie wieder im Leben mit diesem Virus Poliomyelitis-Virus oder so, auf jeden Fall nie wieder Probleme mit diesem Virus, wenn sie aber im Sarkotan-Umfeld aufwachsen und nicht geimpft werden, also nicht die Impfung kaufen, wiederum beim Kaufen sind wir, dann kriegen sie tatsächlich, wenn sie dann zum ersten Mal dem Virus zu spät begegnen, dann überrennt er sie und sie kriegen tatsächlich Kinderlähmung.
und so. Also müsste man jetzt alles auf Wahrheit und Unwahrheit hin hinterfragen in der Hausarztpraxis. Alles, jedes Ding, mit dem Sie in Berührung kommen, die Kleidung, die Sie tragen, alles, was, womit Sie zu tun haben, was Sie kaufen, was Sie in Ihrer Wohnung haben, um sich herum haben, auch natürlich die Luft und die Umweltverschmutzung und alles. Alles gucken, wie weit das mit dem Krankheitsgeschehen beiträgt, bei Kindern oder bei Erwachsenen. Und was glauben Sie an Geschichten über das Leben? Ja? Jede dieser Geschichten muss auf Wahrheit und Unwahrheit hin geprüft werden, hin und her besprochen werden. Denn wenn Sie eine entscheidende, unwahre Geschichte glauben, dann wird Ihr ganzes Leben, Ihr Endorphinspiegel immer ganz unten sein, weil Sie Ihre Natur nicht leben, Ihre DNS-bedingten Glücksmöglichkeiten nicht ausschöpfen, weil Sie sie teilweise gar nicht kennen. Und gerade gestern hat einer im Fernsehen gesagt, dass diese Jugendlichen, die da eben so Krawall immer abends dann machen in der Stadt in Bonn-Radsburg, die würden gar nicht wissen, wahrscheinlich nie erfahren haben, wie freudvoll es sein kann, mit anderen Leuten freudvoll Sport zu machen und dabei sich auszutoben, anstatt Schaufenster einzuschlagen oder was auch immer. Ja? Und da sagte der, ich vermute, die haben das noch nie im Leben kennengelernt. Und das ist auch das, was wir heute biologisch sagen, die meisten Menschen kennen ihre Endorphin-Ausschüttungsmöglichkeiten gar nicht. Das heißt, die meisten Menschen tanzen nicht lustvoll, die singen nicht lustvoll, die musizieren nicht lustvoll, sie machen nicht lustvoll Sport, also auch eine Variante des Balztanzes, Balzgesang, Balztanz zu unserer genetischen Natur gehört. Die meisten Menschen massieren zu wenig, haben zu wenig Fellpflege, wie wir das ja bei Primaten nennen, Streichelmassagen und haben ein viel zu geringes Liebesleben und dadurch einen so drastischen Endorphinmangel, dass sie oft gar nicht anders können, als dass sie genau die Dinge, wo sie vielleicht sogar wissen, dass sie ungesund sind, wo die Sturmflut der Unwahrheit gar nicht angekommen ist. Sie wissen vielleicht ganz bewusst, dass das Rauchen ihnen schadet, aber die können nicht anders, weil dieser Endorphinspiegel ihren Willen zum größten Teil ausschaltet. So wie er bei mir, bei jemandem, der alles studiert hat, was man dazu studieren kann zu dem Thema, und trotzdem ist in manchen Situationen der Wille ausgeschaltet. Und dann kommt der irrationale Griff zu der ungesunden Süßigkeit zum Beispiel. Fleischwurst, von dem ich genau weiß, da sind diese ganzen Nitratgifte und Konservierungsgifte drin, die dann zwei Tage später zu rasenden Kopfschmerzen führen. Wir verstehen ja auch mittlerweile Migräne zum Beispiel ganz anders. Migräne ist eine Erscheinung, wo Entgiftungsprozesse quasi zu so massiven Giftmengen dann in der Blutbahn führen, dass es zu diesen Migräneerscheinungen zum Beispiel kommt. Das ist nur jetzt ein Beispiel von unzähligen. Ja, das heißt, jetzt haben wir so ein bisschen, das nennt man so die evolutionsbiologische, das plausibel machen dieser Gesamttheorie, ja, und auch diese Einzelhypothese, die wir ja vorhin gesagt haben, die noch vorläufig ist, nämlich, könnten wir in einem Evolutionsprozess leben, in dem ganz im Gegensatz zu den anderen Tieren, die ja, je erfolgreicher sie sind in der Evolution, wir sind ja die erfolgreichste Art der Erde, von der Zahl her. Und die meisten anderen Tiere, wenn sie zahlenmäßig erfolgreich werden, werden sie auch eigentlich auch immer glücklicher. Besonders wenn es sich um hochentwickelte Säugetiere handelt, die ihre Geburtenzahl von Natur aus eigentlich begrenzen und keine Überbevölkerungserscheinungen erleiden. Elefanten zum Beispiel kriegen sie so schnell nicht oder Bonobos zum Beispiel, oder jetzt die Urmenschen Kalahari, die noch in der Kalahari-Buschleute, also in der Wüste, leben in Afrika, die kriegen nur alle 8-9 Jahre ein neues Kind und Überbevölkerung spielt da keine Rolle. Ja? Und wenn die erfolgreicher werden, sind sie auch glücklicher und haben einen höheren Endorphinspiegel und sind glücklicher. Ne? Aber könnte es sein, dass bei uns genau umgedreht ist, weil auf uns erwarten Wahrheit sozusagen diese beiden durch die einzige Erfindung des Tauschhandels. Wobei wir mittlerweile wissen, es gibt eine zweite Form des Tauschhandels, die heißt anreizkorrigierte Marktwirtschaft und anreizkorrigierte Tauschform.
in der wäre es genau umgedreht, da würden die Menschen immer glücklicher und gesünder werden. Weil die Anreize, die ökologische Nische quasi formen, genau in die Gegenrichtung wirken würden. Nämlich zum Beispiel, Ihr Hausarzt würde umso mehr Honorar bekommen, wenn Sie nie Krebs bekommen. Nicht, wenn Sie chronisch krank werden, viel Verschreibungen, viel Geld, sondern wenn Sie nie krank werden, kriegt er am meisten Honorar, weil die Erwartungswerte ausgerechnet werden. Bei den Vorerkrankungen ist der und der schwer chronisch krank, ist zu erwarten, dass die Kurve so verläuft, nach oben leicht geht. Und wenn der Arzt es schafft, leicht unter der Kurve zu bleiben, dann spart er ja quasi Gelder auch Behandlungs- und Krankenhauskosten ein und für die bekommt er pauschal sein Honorar ausgeschüttet, sodass er belohnt wird. Je gesünder sie sich entwickeln, dann gibt es noch die Wohlfühlnoten, die bei jeder Wahl erhoben werden. Je gesünder sie sich entwickeln, je bessere Wohlfühlnoten als Maß für den Endorphinspiegel sie abgeben, desto mehr verdient auch ihr Lebensmittellieferant an ihnen. Ne? Sodass also unsere Kaufsucht sozusagen, meine Kaufsucht, wenn ich gefrustet bin, nicht mehr als positiv in der Wirtschaft zur Geltung kommt, sondern als negativ. Und dadurch würde dann die Evolution sich wieder umkehren, die Menschen würden wieder vollständig glücklich werden. Die Evolution der Geschichten würde sich umkehren, nicht glücksunterdrückende moralische Lehren vom Leben, sondern glücksfordernde Geschichten, also wieder so Erinnerung an unsere wahre Natur sozusagen würde dann so in den Geschichten eine Rolle spielen. Und diese unwahren Produktkommentare würden völlig verschwinden, weil niemand mehr profitieren könnte, weil es werden ja die Wohlfühlnoten gemessen und die Gesundheitsdaten und daran werden die Konzerngewinne laufen danach. Das funktioniert so ungefähr so. Stellen Sie sich vor, Sie werden krankenversichert bei AOK, Aldi, Höchst Wellness. Da ist die Pharmaindustrie, ein Pharmakonzern mit drin, die AOK hat eigene Ärzte angestellt und wenn jetzt die AOK weniger Versicherungsleistungen bezahlen muss, zum Beispiel an Krankenhäuser, weil die Höchstpräparate sie extrem gesund halten, vielleicht ganz milde, ganz natürliche Dinge, ja, oder auch nur natürliche Tipps, die ganz Gesundheit. Und wenn dann der Lebensmittellieferant Aldi Ihnen so hochwertiges Bio zur Verfügung steht, dass Sie auch deswegen nie krank werden und Ihnen das in erster Linie anbietet in seinen Märkten oder Ihnen zusendet, je nachdem ob es gesendet wird oder Sie es abholen. Und Sie haben natürlich nach wie vor völlig freie Lebensmittelauswahl, aber wenn die Beratung in den Läden bei Aldi immer dahin gehen würde, das schmeckt unheimlich gut und ist gleichzeitig sehr gesund und diese Beratung immer realistischer würde sozusagen, dann schüttet dieser AOK, Höchst Aldi Wellness Konzern, am meisten Gewinnanteile an Höchst und an Aldi aus. Unabhängig von der Menge dessen, was sie mitgenommen haben und unabhängig von, ob sie jetzt viel oder wenig kaufen, ob sie jetzt teure Produkte oder, das spielt dann keine Rolle, die kriegen ihren Gewinn. Der Konzerngewinn richtet sich nach dem, dass die AOK weniger Krankheitskosten hat. Das ist natürlich klar, wenn sie vorzeitig sterben, weil Aldi hat ihnen was ganz Giftiges verkauft, dann kriegen sie so viele Minuspunkte Aldi, dass sie dann halt einen ganz reduzierten Gewinn erhalten. So dass also jetzt die ökologische Nische, die Anreize, die man in der Politik immer so schön sagt, die Anreize so gestellt sind, dass sie nur noch im Prinzip die Industrie nur noch darauf abzielen kann, dass sie möglichst nicht sterben und dabei aber kerngesund und glücklich bleiben. Das wäre die schöne neue Welt. So, was war davon jetzt vielleicht nicht einleuchtend? Weil es geht für uns natürlich auch darum, wir wollen ja diese Art der Information verbessern. Wo ist noch der Schwachpunkt aus Ihrer Sicht? Jetzt von allem, was Sie mir erzählt haben, was ich eventuell nicht verstanden habe. Oder was Sie auch für falsch halten. Also, plausibel waren wir das schon alles. Ne? Also, ja, weil, ja. Aber es ist eben die Frage, ob man alles, was da ist oder wie sich was entwickelt hat, immer sagen kann, evolutionsbiologisch könnte es so gewesen sein, also ist es heute genauso. Also das wäre meiner Meinung nach in Frage zu stellen,
ob der Tauschhandel, das alles mit den Märchenerzählern, ob das alles evolutionsbiologisch begründbar ist. Mhm. Die zweite Hypothese, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, dass, die Sie am Anfang aufgerufen haben, dass, wie heißt es, quasi die Wirtschaft, die Industrie, unseren Evolutionsprozess dahin absichtlich beeinflusst. So nicht absichtlich. So ist es aber rübergekommen. Eine unbewusste Rückkopplung, also eine Rückkopplung, die ich vielleicht nochmal an einem Beispiel schildern muss, warum die unbewusst läuft. Wir unterstellen keinerlei Absicht. Wir sagen, jeder in der Wirtschaft meint es gut. Aber das ist das Schlimme, dass wenn die Anreize einmal falsch stehen, dann können sie alles gut meinen und es kommt trotzdem was Schlechtes raus. Ja? Und zwar, wenn jetzt Milka gibt seine Werbespots an Sat 1, bei Brit schaltet die. Milka gibt aber auch seine Werbespots an irgendeine andere Sendung, bei RTL zum Beispiel. Wenn jetzt aber Brit tatsächlich, ohne dass Milka darüber jemals nachdenkt, tatsächlich einen besonders verhaltensstörenden Einfluss auf Jugendliche, zum Beispiel gewaltverherrlichenden Einfluss, wegen solcher Sätze wie den hätte ich doch einen reingehauen oder so, ja, so eine Wirkung auf Jugendliche hat und diese Jugendlichen dann in ihrer Schulklasse vielleicht ruppiger und aggressiver mit ihren Mitmenschen umgehen, vielleicht beleidigender, härter, so wie das ja bei Brit dann oft in der Sprache Alltag ist, ja, umgehen und die Menschen dadurch einsamer werden, weil nämlich wer lässt sich gern ständig von seinen Klassenkameraden beleidigen, da zieht man sich zurück. Und dadurch wird aber auch der Beleidiger einsamer. Und dann ist, wenn er beim nächsten Mal im Supermarkt ist, ist die Wahrscheinlichkeit etwas größer, dass sich sein Unbewusstes an die Milka-Werbung erinnert. Und gerade weil er einen Endorphinmangel hat aufgrund der Nachahmung der aggressiven Verhaltensweisen, kauft er dann unbewusst etwas mehr von Milka. Und Milka nimmt auch gar nicht bewusst wahr, dass dabei was Schlimmes passiert ist. Weil wenn sie es bewusst wahrnehmen würden, würden sie aufhören damit, weil sie sagen würden, ich habe doch selber Kinder und meine eigenen Kinder werden ja vielleicht Opfer dieser Rückkopplungsschleife. Aber sie sehen nur, dass einfach von Brit kommt mehr Geld zurück als von RTL-Sendung XY oder so. Ja? Und da kommt einfach mehr Geld zurück. Die Marketingabteilung sieht einfach nur, in dem Moment, wo wir mehr bei Brit schalten und mal eine Zeit lang nicht dort, haben wir mehr Gesamtgewinne bei Milka-Käufen, als wenn wir die Milka-Werbung bei Sendung RTL schalten und dafür nicht bei Brit schalten, da kommt weniger bei rum als Effizienzwert. Und so kommt es dann dazu, dass sozusagen ohne eine böse Absicht einfach Milka sagt, dann müssen wir weiter bei Brit inserieren, unsere Werbespots schalten. Dadurch wird aber quasi unbewusst Brit als Moderatorin ja belohnt durch diesen wirtschaftlichen, und Sat 1 sagt wiederum, einfach nur ohne, dass sie guckt, was Brit da überhaupt macht, die hat einfach Erfolg. Und die Kunden inserieren viel Werbung bei ihr. Also können wir sie nicht absetzen. Warum? Sie ist ja unser Geldbringer. Wir leben alle davon. Also müssen wir ihr eher mehr Sendeplatz geben als weniger. Und so läuft der Evolutionsprozess. Wenn nämlich einer, das ist ja das, was wir dann auch hier natürlich in meinem Buch und natürlich dann auch erklärt wird, wenn der Unternehmer selbst verstehen würde, dass er seine eigene Tochter eventuell in die Drogensucht treibt mit diesem Mechanismus, der da abläuft, dann würde er sofort da aufhören damit und würde sagen, wir brauchen die anreizkorrigierte soziale Marktwirtschaft, in der ich als Lebensmittellieferant auch überleben kann, auch wenn ich meine Produkte vielleicht verändern muss und andere Produkte anbiete in Zukunft. Ja? Aber wir werden das auch schaffen, auch da erfolgreich sein, in der neuen Marktwirtschaft, der anreizkorrigierten sozialen Marktwirtschaft. Und, aber gerade weil es eben so unbewusst ist und niemand versteht, läuft es so weiter, weil alle zwar gute Absichten haben, aber diesen unbewussten Kreislauf nicht verstehen. Also insofern, also wir sagen immer, wir sind die Gegner all jeglicher Verschwörungstheorie, es gibt keine bösen Absichten. Sondern alle machen haben gute Absichten, aber das ist allein so, dass er, jetzt kommen wir zum vielleicht dem entscheidenden Satz, Madame Curie, sagt in der Name noch was, wollte sich auch nicht töten, aber sie hat einfach sich selbst, dadurch, dass sie gesagt hat, ich will an dieser Sache forschen, hat sie sich eine Anreizsituation gesetzt und eine ökologische Nische geschaffen, in der sie dann am Ende tatsächlich verstrahlt war
von radioaktivem Material und sie starb daran. Ne? Das heißt, sie hat nicht gewusst, was diese Erfindung für eine ökologische Nische setzt. In dem Fall war es eine radioaktiv verseuchte ökologische Nische, in der sie selbst sterben würde. Das hat sie nicht vorhersehen können. Und das heißt, also wir sagen biologisch so, das Evolutionsexperiment Gehirnvergrößerung, das wir heute ziemlich genau verstehen, wie das vor 2,4 Millionen so richtig in Vergrößerung, Millionen Jahren in Richtung Vergrößerung des Gehirns abging bei uns, bei Homo habilis und dann Homo erectus, dass dieses Experiment trifft jetzt quasi auf einen Stolperstein, nämlich die Menschen können Dinge erfinden, wodurch neue ökologische Nischen und Anreizkonstellationen entstehen, die plötzlich zwar nicht die Zahl der Menschen begrenzen, aber ihren Gesundheitszustand und ihren Endorphinhaushalt drastisch begrenzen. Also eigentlich ein Fortschritt, den wir gar nicht wünschen, weil wir wollen ja eigentlich glücklich sein und Fortschritt haben. Ja? Und nicht Fortschritt und unglücklich und krank, ja? Und Schmerzen und so weiter. Ja? Also das heißt alles unbewusst. Und das, man könnte sagen, Intelligenz ist gefährlich bis zu einem gewissen Grad. Weil sie eben typischerweise leider genau den Tauschhandel erfunden hat, der die größten Gefahren mit sich bringt. Und wir müssen aus diesem Evolutionstal wieder raus, müssen jetzt den anreizkorrigierten Tauschhandel an die Stelle dessen setzen, was, wenn man es einmal verstanden dann hat, ganz einfach geht, auch politisch. Und dann entwickelt sich die Menschheit ganz normal weiter, bis zur nächsten Krise. Vielleicht führt die Intelligenz zu noch einer Neuerung, die dann wieder einen Rattenschwanz an Unglück hinterherzieht. Wissen wir nicht. Aber das einzige große Unglück war die Erfindung der nicht anreizkorrigierten Tauschform. Wir leben im Zeitalter des Nicht-Anreizkorrigierten, weswegen wir auch sagen, der Homo Mercantilis, wir müssen ihn eigentlich Homo Mercantilis nennen oder den Mensch der nicht anreizkorrigierten Tauschform, denn das ist das, was eigentlich geschehen ist. Parallel mit der, die neuesten Daten sprechen dafür, dass das parallel kurze Zeit nach dem Aufkommen der entscheidenden Mutation war, die Sprache so verfeinert hat, dass die Sprache jetzt auch möglich, so differenziert wurde, dass sie auch die Möglichkeit der Unwahrheitskommunikation ermöglichte. Ja, und damit auch den Tauschhandel, der ist ja auch ziemlich sprachlastig, sie müssen ja die Leute überzeugen, dass sie mal ein Produkt kaufen, und dann müssen sie dann auch noch darin die Unwahrheit sagen können. Und dafür brauchten sie dieses Gen, das die Sprache so differenziert gemacht hat, und das hat man dann über die mitochondriale DNS zurückverfolgt und sagt, vor 240.000 Jahren kam das auf. Und sieht dann auch in diesem Bereich Erfindung des Tauschhandels und Homo sapiens sapiens quasi alles relativ zeitgleich an. So dass man, früher hat man gesagt, Homo sapiens ist erst 100.000 Jahre alt, heute sagt man dann 240.000 Jahre alt. Dieser Punkt jetzt etwas klarer, dieser eine Punkt, also keine Absicht. Keine Absicht, alle machen das Gute, nur die Erfindung war unglücklich. Anderer Punkt? Also ich weiß jetzt nicht, ob mich jetzt Ihre These, die Sie haben, da völlig überzeugt, dass gerade diese, also Sie sagen ja überwiegend jetzt ja. Der Handel, der Kauf, die Kaufanreize beeinflussen unsere Gesundheit. Sagen wir mal so, viele Menschen, gerade natürlich die etwas weniger gebildeten Menschen, glauben relativ stark wirklich dieses, das können sie unbedenklich kaufen. Ja? Geschmacksverstärker bis hin zu, also die haben oft ihr ganzes Leben voll mit giftigen Substanzen. Ja? Ja. Die kann man nicht anders schützen, als dass man eben in der anreizkorrigierten Marktwirtschaft, als dass da wahrheitsgemäße Informationen kommen und die Firmen selber sagen, hier, wie kaufen Sie lieber das, weil dann kriegen wir bessere Wohlfühlnoten als Rückmeldung und bessere Gesundheitsdaten als Rückmeldung und haben dann die größten Gewinne. Das heißt, diese Menschen, denen kann man nicht helfen, weil sie einfach nicht in der Lage sind, diesen Mechanismus auch zu hinterfragen. Aber für die gebildeten Menschen ist das oft nicht so gefährlich. Die wissen ziemlich genau, dass das so krank macht und krank macht. Aber entscheidend ist, dass auch die gebildeteren Menschen auf diesen Tsunami der Unwahrheit fast zu 100% reinfallen. Also, wenn uns gelehrt wird, was weiß ich, ja, eben, wie heißt die große Lehre heute?
Der Mann muss Mrs. Wright finden, die Frau soll Mr. Wright finden, dann tun sie sich zusammen, sie verbieten sich gegenseitig jede anderen Körperkontakte, das nennt man Treueversprechen, und dann bringen sie vielleicht Kinder zusammen und so weiter. Und damit könne man glücklich werden. Man stellt aber komischerweise fest, dass die Leute nach einigen Jahren, wir sagen biologisch so, wenn ein Lebewesen für Monogamie gebaut und konstruiert ist, zum Beispiel für biologische Monogamie, dann erlebt es jedes Mal die sexuellen Handlungen in der Monogamie als immer gleich intensiv und prickelnd und intensivst liebevoll. Ja? Und es kommt genetisch bedingt zu keiner Abflachung. Jetzt stellt man aber bei manchen, bei nicht monogamen Lebewesen fest, dass dann eben bei sexuellen Handlungen mit derselben Person sozusagen sowas eintritt, wie wenn wir jeden Tag Schokoladenpudding essen würden, so eine Art Gewöhnung. Und obwohl die Person noch genauso attraktiv für uns ist wie zu Anfang, sinkt tatsächlich die Erregungsmenge drastisch ab. Weswegen, und wir sagen, das ist ein genetisches Programm, was eigentlich nur eine Funktion hat, nämlich die anderen Gruppenmitglieder nicht zu vergessen, denn die anderen Gruppenmitglieder sind ja auch für die Kooperation in der Natur wichtig, ja? Und das liebesmäßige Band und zärtliche Band zwischen all denen ist wichtig, und vor allem, habe ich vorhin schon angedeutet, man nennt das Infantizidverhinderungs-Großgruppenpaarungssystem, wir sprechen auch von Gruppenehe, wäre ein einfaches Wort davor. Diese Gruppenehe hat eine ganz zentrale biologische Funktion. Sie haben vielleicht schon mal gehört, dass Löwen, wenn sie ein Revier erobern, als erstes erst einmal die jungen Babys töten. Bären töten auch immer Bärenjunge, wenn sie sie kriegen können, weil sie wissen im Kopf, also irgendwo ein genetisches Programm haben, das sie koppeln lässt. Ich hatte mit diesen Weibchen keinen Sex. Sie können also, die denken nicht so, aber sie haben ein genetisches Programm, das dazu führt, als würden sie so denken, das können nicht meine genetischen Kinder sein, ich muss aber selbst genetische eigene Kinder hinterlassen, also töte ich jetzt die Babys. Und dann fordert mich, und bei Löwen ist es tatsächlich so, die Mütter fordern dann nach einiger Zeit die Mörder ihrer Babys zum Sex auf, weil die auch nur genetisch in der Evolution überleben können, wenn sie möglichst schnell wieder neue Kinder haben mit den neuen Männern. Und die so lang schnell dann großgezogen haben, bevor die wieder von einem anderen Paar an Löwenmännchen vertrieben werden oder getötet werden. Und so, das nennt man Infantizid, dadurch verlieren Säugetiere unheimlich viel Nachkommen. Ne? Und bei uns Menschen, bei Affen ist es auch so. Und bei Menschen war das in der Evolution früher auch ein enormer Verlust. Und plötzlich entstanden Mutationen, die also das zärtliche Leben extrem ausgeweitet haben, wie beim Bonobos, die 12-mal am Tag Sex jeder mit jedem fast schon haben. Ja. Und dadurch wurde quasi dafür gesorgt, dass niemand mehr ein Kind töten könnte, weil es könnte ja genau das einzige Kind sein, das dieser Mann in dieser Gruppe tatsächlich genetisch als eigenes hat. Und dadurch verschwand der Kindesmord völlig und es wurde eine vollständig verantwortungsorientierte Beziehung aufgebaut. Also die Männer schenken typischerweise in dieser Gruppenehe alles, was sie so finden und an was sie sich erinnern, Kraft ihres großen Gehirnes, schenken sie den Frauen und Kindern. Sie reichen denen ständig, die schenken denen ganze Fruchtbäume, dass die satt und zufrieden werden, denn diese Sympathie führt dann wieder zu einer größeren Wahrscheinlichkeit, dass das Männchen, was die meisten Geschenke macht, auch am meisten statistisch Babys hinterlässt in der Evolution. Während das andere, das unerfolgreiche Männchen, hat auch ein gutes Liebesleben, aber durch bestimmte biologische Mechanismen im weiblichen Körper auch und so weiter, kommt es dazu, dass dann diese typisch weniger Kinder haben. Und dadurch ist die Evolution, läuft dadurch ganz friedlich und sanft immer, lief dadurch immer weiter. Und die Gibbons, die man früher, Professor Volker Sommer ist oft im Fernsehen, ein Kollege von mir, hat das auch gesagt, früher haben wir die Gibbons für monogam gehalten, auch in früheren Fernsehsendungen wurde das noch so dargestellt und jetzt in den neueren Fernsehsendungen, die unter seiner Leitung stattfinden, da letztendlich richtig korrigiert. Die
Gibbon-Frauen rufen des Morgens ihre lauten Rufe in den Wald hinein und die heißen übersetzt: Bitte, liebe Männer, kommt alle zu mir und habet Sex mit mir, auf dass ihr keines meiner Kinder jemals angreifen könnt. Weil ihr könntet ja der Vater dieses Kind, meiner Kinder dann sein. Ne? Und so spannt sich dann über die gesamte Region überall bei menschenähnlichen Affen ein Infantizidverhinderungsgroßgruppenpaarungssystem. So dass man sagen kann, die jetzigen Vorstellungen vom Glück und Gesundheit sind alle falsch. Aber ich würde mich freuen, wenn wir darüber telefonisch nochmal ausführlicher plaudern.